Hallo zusammen und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe genug Mana hier gerade nochmal geguckt. Ich habe genug Mana für eine Todeswelle. Und damit kriege ich hoffentlich die ganzen Wargs und die Schattenläufer, bevor sie mich kriegen. Korrigiere den Schattenläufer. War ja nur einer. Der hier war's. Bisschen Fleisch, bisschen hier, ne? Fell. Oh je, da ist noch einer. Wo ist der? Da oben. Schauen wir erstmal, ob hier nicht noch irgendwo Pilze wachsen oder so. Ich weiß zwar nicht, ob ich noch genug Pilze finden kann. Ich glaube nicht. Aber ganz sicher, hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Vielleicht kann ich ja doch noch meinen Mana ein bisschen steigern mit Pilzen. Weiß ich gerade nicht. Aber nee, hier scheint nichts mehr zu sein. Gut, dann hole ich mir den Wag eben noch. Wo ist er denn? Links. Gehört. Da ist er. Oh, sogar mehrere. Na. Okay. Das finden wir jetzt doch ein bisschen zu heftig. Gegen drei Wargs komme ich dann leider doch nicht gut in den Kampf. Ich frage mich, ob ich hier hochkomme. Yep. Und ob ich sie damit abhängen kann. Sieht so aus. So, dann wenn ich hier nämlich mal einen großen Trank und einen kleinen Trank. Und dann... Ah, könnte sogar schon reichen. Hey, was macht der denn hier? Tschüss, ihr Waage. Einer noch. Komm, den einen schaffe ich aber so. Das sag ich doch. So. Jetzt bin ich ziemlich angeknackst. Dementsprechend würde ich hier mal speichern. Oh, habe ich am Anfang der Folge gespeichert? Ich glaube ja. Bin mir nicht ganz sicher. Aber, naja, so richtig schlimme Gegner warten da drin, glaube ich nicht. Wenn ich mich recht erinnere, also hier sind Riesenratten und die Höhle selbst schon eigentlich so gedacht, dass man am Anfang des Spiels rein kann, glaube ich. Bin mir nicht sicher, warum ich da nicht drin war. Aber ich war nicht drin. Das ist die Sache. Und... Ah, okay, hier sind einige Goblins. Ich könnte sie wahrscheinlich so erledigen, aber das ist mir ein bisschen zu blöd. Oh, 145, Mist. Ganz knapp drunter. Das ist mir zu blöd. Das ist mir zu viel Kleingefrickel. Die Dummen. Tschüss. Da war ich jetzt einfach faul. Das war pure Faulheit. Ich hätte eben wunderbar einen Nahkampf erledigen können, aber... Nee. Das ist zu viel. Das sind zu viele. Da sind ja noch mehr davon. Uah. Butterfleisch. Gold. Und? Was war das? Da ist nichts zu holen. Hm? Keine Ahnung. War hier nicht noch einer irgendwo? Nö. Echt? Waren es nur drei? Mein Gott. Wie unnötig von mir. Ha, hast du noch mehr? Ja, okay, das war echt Overkill mit der Todeswelle. Wenn ich das so sehe, wie einfach das geht. Nun denn. Da links ist eine Tür, da will ich noch nicht durch. Lieber noch zulassen. Wer weiß, was dahinter wartet. Oh, zwei Riesenratten. Ha! Beinahe übersehen, dass das zwei sind. So, und hier unten grunzt auch noch irgendwas vor sich hin. Oh, Mole Rats. Wie gesagt, ich glaube, diese Höhle ist eigentlich für den Anfang gedacht. Aber irgendwie... Nicht da ist nichts zu holen. War ich da nicht am Anfang? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Aber irgendwo hier gab es noch eine Steintafel. Ist schon länger her, dass ich das Ganze offscreen versucht habe. Dann muss das wohl hinter der Tür gewesen sein. So, jetzt habe ich 45 Mana zu viel. Wie war das? Leichte Wunden heilen. Braucht 10 Mana. Das ist für 35 zu viel. 20.
und 15. Hey, perfekt. Schattenläufer. Na, komm her. Hau nicht ab, Kleiner. Stell dich nicht so an. So, hier liegt ein Tornatrank. Oh, da liegt noch ein Trank. Ich sehe aber nicht welcher. Und hier hinten ist die Steintafel. Sehr schön. Und hier, das ist sogar nochmal ein Heiltrank. Zwei Lederbeutel. Noch ein Trank. Ein Streitkolben. Okay. Was kann der? Eine Einhandwaffe. Den werde ich verkaufen. So, Butterfleisch esse ich gleich. Und die Steintafel. Dabei handelt es sich um Stärke. Na, Stärke ist nicht schlecht. Stärke kann ich immerhin im Nahkampf gebrauchen. Und apropos Nahkampf. Mir ist noch eine Idee gekommen. Ich habe doch noch 3 Lernpunkte. Und ich könnte ja, also ich kann die Lernpunkte ja nicht mehr verwenden für Mana. Und selbst wenn, würde es ja nichts bringen, weil es nur ein Punkt wäre. Aber ich könnte ja, hey, mein Zweihandskill eventuell noch um einen Punkt verbessern. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich kann dich an jeder Waffe. Zweihandwaffen plus 1. Tatsächlich. Siehst du? Du bist schon besser geworden. Dankeschön. Damit habe ich das Ganze jetzt auf 73 statt auf 72. So. Dann noch ein allerletztes Mal zum Kloster, bevor ich mich verabschiede in Richtung Irdorath. Ne? Ich habe es letztes Mal versprochen. Dieses Mal gehen wir nach Irdorath. Und die Folge ist noch nicht mal zur Hälfte vorbei. Und wir sind kurz davor. Ich brauche ein paar Dinge. Und zwar, lieber Gorax, möchte ich dir erst einmal verkaufen. Diesen Streitkolben. Wie viel Stärke habe ich denn? 84. Komm, nimm das Zeug. Ich bleibe bei meinem Taifun. Nimm die Äste. Nimm meine Getränke, die ich nicht mehr brauche. Nimm meinen Wacholder, nimm meinen Wein. Nimm mein Fleisch, komm. Ehrlich gesagt brauche ich das nicht. Und braten werde ich es auch nicht. Unkraut kannst du haben, brauche ich auch nicht. Die Rüstung von Raven's Garde brauche ich nicht. Die von Ring des Wasser brauche ich nicht. Seelenruf-Amulett könnte ich noch gebrauchen. Rogue Innes wahrscheinlich nicht, aber hey. Der könnte nützlich werden. Die behalte ich mal aus Nostalgiegründen. Und die hier sind doch, ganz ehrlich, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Taverne brauche ich nicht. Xardas brauche ich nicht. Kugelblitz könnte ich gebrauchen. Und um ehrlich zu sein, Teleport zum Kloster. Ich. Brauche ich auch nicht. Ich komme hier nicht mehr her. Also alles weg damit, weg damit, weg damit. Gibt alles Geld. Und Geld gibt Mana-Tränke. Schwere Wunden heilen. Das könnte doch nützlich werden. Schlaf eventuell auch. Verwandlung auch. Windfaust bin ich nicht so überzeugt von. Gut, dann die Karten brauche ich auch nicht mehr. Ups, die Seekarte brauche ich noch. Mist, da war ich zu schnell. Wo ist sie? Huah, die brauche ich noch. Drachenei. Ha, behalte ich mal lieber noch. Sicher ist sicher. Der Geist des Weines. Weg damit, brauche ich nicht. Dietrich hier könnte ich tatsächlich noch gebrauchen irgendwann. Komm, Stahl brauche ich nicht. Alles weg. Die Steintafeln brauche ich auch nicht mehr. Die sind schon lange überfällig. Die ganzen Schlüssel behalte ich mal lieber noch. Vielleicht passt hier einer irgendwo. Fokusstall brauche ich nicht, gibt aber kein Geld. Weg damit. So, das sieht doch schon aufgeräumt aus. Die Fälle hier noch. Und dann, wenn ich schon hier unten bin im Inventar, nehme ich noch die Lederbeutel. Nochmal 75. Und dann, lieber Gorax, kriegst du auch ein bisschen Geld von mir. Nämlich für. Puh, boah, hat er viele. Ich kann mich hier echt leer kaufen. Ich mache erstmal die 75er hier voll auf glatte 100. Glatte 120? Nochmal 120. Lass mal nachdenken. Ich könnte es auch so aufteilen. Dass es möglichst genau aufgeht. Es werden 6 zu 4. Was ist die Differenz? 15. 6. Ah, ich
kleiner Witz, glaube ich nicht. Oder? 6 minus 15 ist 9. Nee, kleiner Witz nicht. Gut, und der Rest geht in die hier. So, dann habe ich noch 6 Gold übrig. Ich hab so viel Tränke wie nur möglich. Kann mich zur Hafenstadt teleportieren. Und komm. Hey. Hey, Laris, komm doch mit. Hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Nichts lieber als das. Was hast du vor? Ich habe herausgefunden, wo der Anführer der Drachen sich aufhält. Er ist auf einer Insel, nicht weit von hier. Ich habe vor, ihm endgültig den Garaus zu machen. Klingt nach einem Heidenspaß. Wenn du mich brauchen kannst, bin ich dabei. Yep. Brauchst du auf deiner Reise noch einen Lehrer für Geschicklichkeit oder Kampf mit der Einhandwaffe? Eigentlich nicht, aber komm mit. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wir treffen uns alle am Schiff. Ein Mann der Taten. So habe ich's gern. Wir sehen uns. Ja, wie gesagt, eigentlich brauche ich ihn nicht, aber aus Nostalgiegründen, weil Laris ja so ein alter Freund ist, nehme ich ihn halt gerne mit. Nehme ich ihn sehr, sehr gerne mit. Okay, Leute, ihr wisst, was das heißt. Wir sind fertig hier in Korinnes. Es gibt hier nichts mehr, was es sich lohnt. Soweit ich weiß. Ich habe gerade das letzte Item. Ich habe gerade den letzten Punkt von meiner Liste gestrichen. Und nun ja, ich habe einen Kapitän, ich habe eine Mannschaft. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich das Schiff kriege. Ich würde jetzt auch mal hierher gehen und mit der Mannschaft quatschen. Vielleicht haben die ja eine Idee. Und vielleicht reicht es ja schon. Hey, kannst du mir mal verraten, was du hier treibst? Nun, ich bin ein Magier, ich werde nicht lügen. Ich brauche das Schiff. Also werde ich es mir nehmen. Das kannst du nicht tun. Der Erztransport. Das Erz im Minental wird nicht reichen, um den König zufriedenzustellen. Ich war dort. Da ist nichts mehr zu holen. Hagens Mission ist eine Farce. Die eigentliche Bedrohung hat ihre Wurzeln auf einer vorgelegenen Insel nicht weit von hier. Ich werde dorthin segeln und sie beenden. Entweder du schließt dich mir an, oder ich muss dich aus dem Weg räumen. Du hast die Wahl. Hört sich an, als hätte ich keine Wahl. Ja. Richtig. Nun gut, ich werde mich dir anschließen, aber nur unter einer Bedingung. Wenn wir die Sache erledigt haben, wirst du mir das Schiff wieder übergeben. Klar? Ich kann es nicht. Damit kann ich leben. Dann tu, was du tun musst. Ich werde hier auf dich warten. Wirklich? Wow, ich glaube, ich habe das Schiff. Wenn wir die Sache erledigt haben, wirst du mir das Schiff wieder übergeben. Klar? Natürlich, natürlich, natürlich. So, ich habe hier noch eine Steintafel für Vatras. Es gibt zahlreiche Gerüchte über dich in Korinthus. Demnach sollst du an der Ermordung unschuldiger Menschen beteiligt gewesen sein. Was? Sollte dem wirklich so sein, so kann ich dich nur warnen, mein Sohn. Verlasse nicht den Pfad des Gleichgewichts und der Erhaltung dieser Welt. Sonst wird es weitreichende Konsequenzen für dich haben. Sprich, womit kann ich dir helfen? Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Sehr schön. Meine Meinung kennst du. Kannst du mich nicht heilen? Kannst du mich heilen? Adanos, Segen. Ja, vielen Dank. Nur die Lebensenergie, nicht das Mana. Aber gut, das reicht mir fürs Erste. Milton. Nein, alles gut, alles gut. Leute, wir können den See stechen. Jack, wie sieht's aus? So, alter Mann, lass uns den See stechen. Alles im Lot auf dem Boot. Dann zeig ich woher deine Seekarte. Das wird ja was geben. Hoffentlich kommen wir in einem Stück da an. Hast du denn auch wirklich alles dabei? Wir werden nicht zurücksegeln, nur weil dir noch was fehlt. Wenn du dir sicher bist, dass du alles hast, dann geh in die Kapitänskajüte und leg dich erstmal schlafen. Du wirst das brauchen. Ha! Wir haben ein Schiff. Yay! Wir haben eine Mannschaft, wir haben einen Kapitän, wir haben ein Schiff. Unglaublich! Was steht hier eigentlich noch so rum? Was tut ihr denn hier? Was macht ihr hier? Hier meine Zeit verplempern. Ich wäre viel lieber bei unseren Brüdern im Minental. Ja, dann geht doch dahin. So, die Kapitänsgüte wäre links. Ich möchte aber zunächst einmal das Schiff noch ein wenig erkunden. Denn hier zum Beispiel liegt ein Mana-Trank. Und falls ihr euch erinnert, unten im Lager waren auch einige Tränke.
die ich leider nicht mehr habe, weil ich dann so dämlich war, danach da hochzuklettern und zu sterben. Das möchte ich diesmal lieber nicht wiederholen. Hey, da hinten ist noch eine Landzunge, da war ich noch gar nicht. Da kann ich aber hingehen und schauen, ob da noch was liegt. Und ehrlich gesagt, wenn ich schon hier bin, dann mache ich das doch gleich. So. Ich hätte jetzt ja geflucht, wenn ich wieder gestorben wäre. Nee, alles gut, alles gut. Der Sprung ist einfach eine Hornmuschel. Da könnte eine Perle drin sein. Wenn eine Perle drin sein sollte, könnte ich damit vielleicht nochmal einen Trank oder zwei kaufen. Problem ist nur, ich komme nicht mehr zum Kloster. Weil ich die Rune verkauft habe. Weiß nicht, vielleicht war es doch keine so gute Idee, die Runen zu verkaufen. Hm. Ach, schauen wir mal. Ich brauche sie eigentlich nicht. Oder war ich hier schon mal? Keine Ahnung. Hier ist jedenfalls nichts. Doch, ein silberner Ring. Ha! Ein silberner Ring. Naja. Und ein paar Bolzen. Da hat wohl jemand Zielübungen gemacht. Und hat hier geschossen oder so. So sieht das aus. Keine Ahnung. Naja, halb so wild. Gut. Hätten wir das hier erledigt? Hui. Schön drüber glitschen. Der Glitchsprung, der funktioniert hier nicht mehr so ganz so gut wie in Gothic 1. Aber er funktioniert schon noch ein bisschen. So, ne? Kurz bevor man auf ein Hindernis stößt, abspringen und dann wird man ein Stück weit nach oben teleportiert. Nicht, dass es irgendwas bringen würde. Aber es sieht witzig aus. Okay, da kann ich eigentlich nicht einfach hier aufs Schiff klettern. Hätte das nicht funktioniert, statt an den Wachen nicht vorbei zu quatschen? Weiß ich gerade nicht. Will ich auch nicht ausprobieren. Ich will jetzt nicht noch mehr Zeit verplempern. Nein, ich möchte hier nochmal rechts nach oben gehen. Ob ich da noch irgendwas übersehen habe? Meine Meinung will ja keiner hören. Und so wie es aussieht, ist hier aber nichts mehr. Gerüchte. Gut, dann. Ah, schön, hier ist Schmiedezubehör. Ich hoffe mal, hier drin gibt es auch irgendwo einen Alchemietisch. Ja, hier hinten ist die Alchemieausrüstung. Sogar zwei Spruchrollen. Drei Spruchrollen, oh mein Gott. Ein Runentisch auch noch. Was war das? Weiß nicht. Wolf rufen war es auf jeden Fall. Blitz hatte ich auf jeden Fall nicht davor. Und ja, Eiswelle könnte das gewesen sein. Hm, gut, gut. Wobei, zumal ich nicht weiß, ob die Sachen auch noch da sind, wenn ich dann gesegelt bin, weil es ist eine andere Map, die geladen wird. Ist ja, ich meine, ist eine schöne Vorstellung, so wie im Schiff segeln, aber tatsächlich ist das ja technisch nicht ganz genauso. Gut. Lasst uns so tun, als wäre es dasselbe Schiff. Aber ich möchte trotzdem vorher die Dinge an mich nehmen, damit ich sie sicher aufbewahren kann, für den Fall, dass wir von Piraten überfallen werden. Ja, mhm. Genau, nur deshalb. Moratfett, hey! Spätestens jetzt könnte ich in die illegale Brennerei einbrechen, bei der das Gitter geklemmt hat. Falls ihr euch erinnert daran. Da habe ich den Geist des Weines her, das Buch. Gut, da noch ein Lederbeutel. Oh mein Gott, ist das eine Tür, wo ich rein kann? Nee, ist es nicht. Ich könnte jetzt mal zu den Händlern gehen, brauche ich aber nicht. Soweit ich mich erinnere, ist irgendeiner davon später auch ein Händler, ich glaube Milton oder so. Also es gibt auf jeden Fall noch Händler nach dem Segeln, zumindest einen. Zumindest einen. So, hier oben noch ein Lederbeutel. Sehr schön. Wunderbärchen. Und die Kapitänskajüte befindet sich dann wohl, weiß nicht, oben oder unten? Keine Ahnung. Ich gehe erst unten rein. Hier haben wir, das sieht so ein bisschen aus wie die Küche und die Essecke. Und da ist Gorn. Da kann man nach vorne rausschauen. Oder nach hinten? Nee, nach hinten. Nach hinten natürlich. Vorne ist das Schiff ja spitz zulaufend, um den Wasserwiderstand zu senken. Genau. Oh, und hier ist dann wohl die Kapitänskajüte. Sieht so aus, ne? Ich
bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob hier nicht sogar direkt der Levelschnitt kommt, sobald ich reingehe. Ich nehme erstmal noch mein Gold hier. Oh, und die Muschel. Die mache ich mal auf. Vielleicht ist eine Perle drin. Perle, tatsächlich. 120 Gold. Sehr schön. Und ich würde hier gerne speichern, weil ich glaube... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, hier ist ein Levelschnitt, wenn ich reingehe. Falls ja... Beziehungsweise eigentlich, was heißt falls ja, die Folge ist zu Ende. Und, oh, noch ein Erzbrocken. Lass mal schauen. Das Gesetz der Insel. Naja gut, das kennen wir schon. Ich glaube, wenn ich jetzt hier hochgehe, dann kommt ein Levelschnitt, dann kommt der Ladescreen. Aber das mache ich dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal segeln wir nach Irdorad. Vielen Dank fürs Zuschauen und Ahoi, bis zum nächsten Mal.